Heute geht es um den Piriformismuskel, ein Muskel, der anscheinend so wichtig ist, dass er ein ganzes Problem nach sich benannt gekriegt hat, das Piriformis-Syndrom. Aber ob das alles so richtig ist, das gucken wir in dem heutigen Video an. Mein Name ist Steffen Stump und ich bin Chiropraktor in Braunschweig. Dies ist mein drittes Video über den Ischiasnerv, Ischialgie, heute Piriformis, was eine Sonderform des Ischiasproblems ist. Und es kommt nächste Woche auch noch ein Video über den Ischiasnerv. Und damit du dieses Video und auch zukünftige Videos nicht verpasst, empfehle ich dir, meinen Kanal zu abonnieren und am besten auch das Glöckchen zu drücken. Dann wirst du immer gleich informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt. So, wir steigen ein in das Thema Piriformis. Piri, das ist die Birne. Der Piriformis ist ein birnenförmiger, in der Literatur steht oftmals fleischiger Muskel, der im Po sitzt. Warum der für den Ischiasnerv besonders wichtig anscheinend ist, das erkläre ich in diesem Video. Es gibt insgesamt 9 Muskeln, die im Gesäß sind und keiner dieser anderen Muskeln hat es geschafft, ein ganzes Syndrom nach sich benannt zu kriegen. Also, was ist es, das den Piriformis anscheinend so speziell macht? Der Piriformis sitzt direkt hier im Gesäß. Wer mein Video über die Anatomie des Ischiasnervs gesehen hat, der weiß, dass der Ischiasnerv hier direkt aus dem Foramen Ischiadicum Majus kommt. Das ist aber auch genau die Region, in der der Piriformismuskel sitzt. Bei 88% der Bevölkerung ist es so, dass der Nerv unter dem Piriformismuskel entlangläuft. Es gibt anatomische Varianzen, bei 9% der Bevölkerung läuft der Nervus peroneus communis durch den Piriformismuskel und bei ungefähr 3% läuft der Nervus peroneus communis über den Piriformismuskel. Die Idee hinter dem Piriformis-Syndrom ist es nun, dass der Nerv, der Ischiasnerv, durch eine Verhärtung des Piriformismuskels in irgendeiner Form gereizt und komprimiert wird. Der schulmedizinische Test, dies herauszufinden, ist durch Nervleitungsgeschwindigkeiten. Damit testet man auf ein Engpass-Syndrom, auf ein Kompressionssyndrom. Allerdings sind diese Tests negativ. Es lässt sich also nicht messen, dass die Nervleitungsgeschwindigkeit in irgendeiner Form herabgesetzt ist, wenn man ein Piriformis-Syndrom vermutet. Und möglicherweise sind die Kräfte auch aus dem Muskel selber nicht stark genug, eine so große Struktur wie den Nerv entsprechend so stark zu komprimieren, zu drücken, dass es die ausstrahlenden Schmerzen in das Bein begründen kann, da die Schädigung und die Kompression des Ischiasnerven durch den Piriformis schulmedizinisch nicht messbar ist, wird auch das Piriformis-Syndrom oftmals als Pseudo-Ischias beschrieben. Viele Manualtherapeuten, die mechanisch am Körper arbeiten, bestätigen aber, dass man durch palpatorische Funde, also das Fühlen der Muskulatur in der Pobacke, den Piriformis fühlen kann und auch die Verhärtung des Piriformis fühlen kann, wenn es zu entsprechenden Symptomen bei dem Patienten kommt. Das ist also gerade auf der Rückseite des Beines herunterstrahlt. Darüber hinaus gibt es auch noch 2 Tests, mit denen man meint, auf das Piriformis-Syndrom zu testen. Aber wenn man mal die Gesäßmuskeln anguckt, es gibt insgesamt 9 Stück davon, dann wird auch klar, dass man keinen Test finden kann, der nur den Piriformis-Muskel testen kann und nur den Piriformismuskel und nichts anderes. Jeder Test, der den Piriformismuskel testet, testet auch die umliegenden Gesäßmuskeln gleichzeitig auf Probleme mit. Woher kommt nun also der ausstrahlende Schmerz in das Bein, den man immer mit dem Piriformis-Syndrom beschreibt? In direkter Nähe zum Piriformis und auch zum Ischiasnerv befindet sich das Iliosakralgelenk, der mechanische Dreh- und Angelpunkt der gesamten Symmetrie im Körper. Eine Iliosakralgelenksblockade, eine ISG-Blockade. Einseitig kann ähnliche Symptome produzieren, dass es also einen muskulären Schmerz in der Pobacke in das Bein hinunter gibt. Und auch viele Muskeln, gerade in der Gesäßregion, haben Triggerpunkte, die entsprechend auch ausstrahlen in gerade das Gesäß, in den Oberschenkel und ähnliche Symptome mimiken und produzieren. Ob es nun am Ende 100% der Piriformis ist, der die Probleme macht oder nicht. Wichtig ist es, den Körper wieder in eine Symmetrie zu bringen. Denn auch ein Piriformis-Syndrom ist ein einseitiges Syndrom, ein Asymmetrieproblem. Es ist oftmals nur eine Seite im Gesäß, die entsprechend diese Schmerzen entwickelt. Somit ist es wichtig, die Symmetrie wiederherzustellen,
Da dreht sich auch sehr viel um das Becken, um die Iliosakralgelenke. Es ist ganz wichtig, die wieder beide gängig zu machen und auch gewisse muskuläre Techniken zu verwenden, dass der Körper wieder in eine Balance findet und sich eine einseitige Überlastung, die es mit dem Piriformis-Syndrom letztendlich ist, eine einseitige Überlastung auch wieder entspannen kann. Wenn dir dieses Video über den kleinen birnenförmigen, fleischigen Muskel, den wir alle im Gesäß haben, gefallen hat, sei so gut, hinterlass mir einen Daumen nach oben und für Fragen und Anregungen kannst du mir gerne einen Kommentar schreiben. Ich freue mich, dich wiederzusehen.